Gamma 3, action! Okay, let's do it again. Dieses Conan-Abenteuer ist besonders interessant, weil es Conans Anfänge zeigt. Ich spiele Conan, der zu Beginn des Films als Pirat unterwegs ist. Dann findet er heraus, wer seinen Vater getötet hat. Und startet einen Rachefeldzug. Unser Priester sagte, ich würde dir begegnen und dass unsere Wege zusammenführen. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Tamara Amalia Jorvi Karushan. Und wie heißt du? Conan. Dieser Conan ist tatsächlich eine Rachegeschichte. Im Verlauf des Films ändert sich zwar diese Stimmung. Doch grundsätzlich ist der Ursprung der Handlung eine schon fast klassische Rachegeschichte. Deine Belohnung. Ich will dein Gold nicht. Nicht? Was dann? Ich will deinen Kopf. Ich spiele Kala Zim, den schlimmsten Warlord in ganz Hyborien. Er sieht seine Lebensaufgabe darin, die Maske von Acheron zu finden. Er glaubt, mit Hilfe dieser Maske seine tote Frau zum Leben erwecken und selbst vielleicht sogar Unsterblichkeit erlangen zu können. Ich spiele Marique, die Tochter von Kala Zim. Dass sie Zauberkräfte besitzt, ist für die Geschichte dieses Conan-Abenteuers äußerst wichtig. Denn Marique wird im Verlauf der Handlung eine extrem mächtige Hexe. Welche von euch ist die Reinblütige? Wer mir verrät, wer sie ist, wird verschont. Sie macht von ihren Kräften regen Gebrauch. Wenn Sie den Film sehen, wissen Sie, wovon ich rede. Conan ist ein Typ, der sich niemandem unterordnet. Er ist weder politisch korrekt, noch schert er sich um Moral. Er ist ein Barbar. Nimmt man einen Epos und lässt die religiösen Untertöne beiseite, dann hat man Conan. Er ist eine Ikone. Ich habe noch nie in einem Historienfilm mitgespielt. Er hat genau die Action, die ein solches Abenteuer eben braucht. Conan! Ich lüge nicht, wenn ich sage, der Film ist unglaublich eindrucksvoll. Die Sets sind gigantisch, das Produktionsdesign enorm beeindruckend. Wow.